Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic mit unserem imperialen Agenten, dem Shimizu. So, jetzt müssen wir den hier befreien von seiner Sklavenfresse. Als Mann. So geht das. So, jetzt haben wir drei Punkte. Das sind die Punkte. So. Next one. Identität konnte nicht bestätigt werden. Zutritt verweigert. Okay, verweigert. Okay, kannst du mal doch die Kleidung haben? Dann müssen wir mal gucken, wo sie die drin ist. So, jetzt kann ich. Dann gucken wir mal, was die wo bei diesen Fragen. Bitte dann hier eine Verkleidung. Wäre das im möglichen Bereich? Wir sollten nur laufen, laufen wäre echt gut. Immer die Flasche in den Inventar und wissen es nicht. Wenn man das öffnet. Was kann man denn gutes kaufen? Und,
Nee, das bin ich. Oder ein Wetter. Nochmal anzeigen. Wird die Menge an Erfahrung und Aktivitäten. Menge an Erfahrung in Flash von der Mannes Erlebnis. Wenn wir jetzt nur noch. Man nicht das jetzt mal wollen. So, wir zahlen uns erstmal. So, ich kann das richten, so mag ich. Wollen wir auch nichts mehr machen, was man tun? Das geht doch nicht fest. So. Wir haben sie leider noch immer nicht, hier drei. Nicht zusammen. Kann ich nicht draufklicken. Und nehmen. Halte. So. Okay.
Ich habe die anderen schon 50 Mal getötet und ich muss noch immer dran. So, jetzt ist es für mich sehr. Das brauchen wir nicht. Das kann ich nicht. Das brauchen wir nicht. Das kann ich nicht. Das braucht man nicht. Das braucht man nicht. Das ist ein genauer Rosen, das ist genau, das war der Aussauer, braucht man nicht. Das braucht man auch 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 nicht. Ich kann es leider nicht rüberschicken, aber ich weiß, das war nicht gut. So, jetzt haben wir hier drei Bettchen, aber hier auch, was kann man in die Heirate haben? Vielleicht sind die Einzelkisten nicht gut. Das wird aber. Ja. Vielleicht gehen wir mal mit dem kleinen Bildchen da. Ich
Dann die Hölle mit dem Tisch. Nee. Dann gehen wir mal hier runter. Das blaue Leuchte. Ihr habt es geschafft. Bis Fatras Wachen herausfinden, was passiert ist, werden wir alle schon lange fort sein. Ich laufe voraus und erstatte Cray Bericht. Wenn ihr noch ein paar von Fatras Wachen töten würdet, wäre das eine große Hilfe. Wo? Hier ist leider nicht gelernt, wir haben die alle tot, die Kiste gar nicht, alle tot, die Kiste. Das ist so strange! Wer kann das bei dir? Boah! Thank you.
immer schöne Geräusche. So, jetzt haben wir hier 15 Minuten versucht, eine Rückkehr von denen zu bekommen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. So. Identität konnte nicht bestätigt werden. Zutritt verweigert. So, da kann man nichts machen, da kann man nicht schlafen, da kann man nicht rauchen, da kann man nicht rauchen, da kann man nicht rauchen, da kann Gruppencheck. Wieso auch immer. Das nicht funktioniert. Das ist auch nicht gut. Und das Level abgeschaukelt. Ja. Ich krieg die Datei nicht. Leider nicht. Leider nicht, weil ich kann sie gar nicht. Ich hab noch 30, 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 30
Sagt nix. Schreibt bloß nichts in die Kommentare, dass ich doof bin. Das ist echt, interessant. Naja, egal. Ich glaube, das sind die auch interessant. Ich habe das jetzt so als Spiel würde. So, jetzt können wir da auch rum. Und das ist der Tag. Schau, du hast es noch vergessen. Das Spiel extra in den Tag hat für Mission Feature, ne? Kartellzugehörigkeit bestätigt. Ja, Eintritt gewährt. Oh, ja. Da komm ich. Ich geh's wieder mit den Kämpfen. Hab alles. So. Ich geh da vor. Und du kommst nicht rein. So. Gasleck entdeckt. Aktiviere Lüftungssystem. Bereich bis zum Abschluss des Entlüftungsvorgangs abgeriegelt. Alle Minen und Sicherheitsdroiden werden zurückgerufen. Man sollte immer so als imperialer Agent hauptsächlich entdecken. Erleben. So, das haben wir dann auch geschafft. Noch immer sie ist. Boom! Jetzt können wir die auch so noch wegnutzen. Leider nicht.
Körper leicht wird, um es hier raufzukommen. Sehr, 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 sehr. Dann können wir die hier wirklich abnehmen. Hier. Seelen befreit und andere Sklaven von Fatra auch. Unerwartet. Interessantes Ergebnis. Nemro zufrieden. Gute Arbeit. Ja? Ich mag unerwartete interessante Ergebnisse. Ist eine Art Hobby von mir. Mission erfolgreich. Weit über Erwartungen. Fatra verwundet. Zeit, um Vorteil zu nutzen. Seven hat Bonus hinterlassen für Befreiung von Sklavenfreunden. Sentimental, unlogisch. Hätte es für mich behalten sollen. Belohnung und Bonus. Vertrag erfüllt. Große Zufriedenheit, ja? Lebt wohl. Naja, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser neuen Folge, auch wenn sie ein bisschen langweilig war, weil wir zurück an unserer Missionsunterwerfung. Naja. Ich muss noch einen gucken, ich wechsle mal hier noch weg. Okay, wir machen doch länger, habe ich gerade geschlossen, so von daher haben wir. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen gefunden. Wenn ich das mal so ein bisschen erhöht und ich mache dann auch danach, ich mache nochmal schnell die Türen geschlossen. B. Vielleicht Video, wo ich leider sterben bin. Ich leide sterben, dann Go, 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 go
auf die Richtung. Zwei letzten Hauptmäuse. Das wäre ja nicht schön für die. Dann werde ich mich wieder gucken. Wartet, bitte. Ihr gehört zur Siedlung, stimmt's? Ihr müsst aufhören, diese Energiestation zu bestehlen. Ich bin hier der Vorarbeiter. Fatra sagte, wenn das nicht aufhört, exekutiert er meine Familie. Das ist ja furchtbar. Ich hatte mir die Arbeit wirklich anders vorgestellt.
Hör zu. Ich mag diese Siedler, aber ich muss meine Familie beschützen. Ich muss rausfinden, an wen die Siedler verkaufen und den Typen ausschalten. Das schlagt mich vor. Ich schätze, es gibt einen Plan. Fatra hat mich nicht umsonst zum Vorarbeiter gemacht. Ich habe diese besondere Energiezelle mit einem Sender versehen. Der Sender überträgt seinen Standort von überall auf Hutta. Wenn ihr diese Energiezelle den Siedlern gebt, kann ich ihren Schwarzmarktkontakt finden und aufhalten. Wie mache ich das? Was wird mit dem Schwarzmarkthändler geschehen? Ich werde ihm androhen, ihn Fatra zu übergeben, wenn er seinen Handel mit den Siedlern nicht einstellt. Das ist alles. Nehmt die Energiezelle mit dem Sender und gebt sie den Siedlern. Ich bitte euch. Gut. Für eure Familie. Ich lasse eure Familie nicht sterben. Gebt mir den Sender. Danke. Wenn dieser Schwarzmarktkontakt seine Tätigkeit einstellt, wird alles in Ordnung kommen. Immer schön vorsichtig. Ihr habt meiner Familie das Leben gerettet. Danke. So. Auf. Ich muss einmal mit Halbgen Rand sprechen. Halbgen Rand, bitte Informationen. So, wie kann ich das Gefühl? So. So. Okay, die Stelle. Ich habe mit Esra gewettet, dass ihr niemals zurückkommt. Ihr habt mir eben eine zusätzliche Woche Hausarbeit eingebracht. Typisch mein Mann. Er sieht immer das Positive. Danke, dass ihr die Energiezellen geholt habt. Hier, nehmt die Sachen, die wir euch versprochen haben. Ich weiß, sie werden euch nützlich sein. Das ist auch besser so. Hoffentlich. Sonst wäre ich sehr traurig. Diese Sachen können euch glücklicher machen als einen Evoki in Sumpfschlick. Wir wollen euch nicht länger belästigen, Fremder. Danke nochmal. Ja. Da kann man dann mal bauen. Ja. Sehr schön. Ganz toll. So, jetzt sind wir hier. Der ganze Interview. Da weiß ich noch mal abgehört. So, dann kommentieren mit dem. Wir können nichts dafür, wenn Sie den Start verpassen. So, dann kriegen wir hier hin. Es warten noch andere. Trödeln Sie nicht. Ja, ja. Ich will nur damit reisen. Ja, warte. So, dann gehen wir dann fliegen. Nee. So. Wo und wo und wo und wo? Und wo? Hey, habt ihr die Bombe abgeliefert? Ich habe einen Sender zur Kontrolle eingebaut, aber eine Störung blockiert das Signal. Es gab Komplikationen. Stimmt etwas nicht mit der Bombe? Ich wusste, dass dieser Kubas Schrott verkauft. Hey, was macht der Schmuggler hier? Was geht hier vor? Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt, Spicekopf. Es wird Zeit für ein neues Hobby. Ihr habt mich hintergangen.
Lappe. Dieser Schmuggler arbeitet für wichtige Leute. Da könnt ihr nicht mithalten. Danke für den Hinweis. Aber das merke ich gerade selbst. Getzo, ich habe ein besonderes Angebot für euch, das nur jetzt gilt. Verschwindet oder ich lasse euch eure eigenen Augäpfel essen. Was? Nein, das ist doch widerlich. Ihr seid ja verrückt. Ich gebe zu, das war ziemlich übertrieben. Ich habe nur meine Meinung klar gemacht. Ich will nicht, dass der arme Kerl noch verwirrter ist als ohnehin schon. Es ist genug, ich werde mich nicht mit euch anlegen, aber bitte tut mir nichts an. Na, wenn das kein gutes Ende ist. Danke für die Hilfe. Hier ist eure Bezahlung wie versprochen. Ich muss zurück zum Verhandlungstisch, aber ich behalte euch im Auge, Getzo. Ich werde nichts tun, ich schwöre es. Guter Junge. Ich schwöre. Ihr bekommt die blutigen Details, sobald ich mit Nemro gesprochen habe. Könnt ihr so lange warten? Das werde ich wohl müssen. Aber ihr habt mir nichts zu... Klinge, schön, dass ihr gekommen seid. Jedoch wollte ich Karels gerade sagen, dass ich nicht bleiben kann. Ich weiß, dass ihr das versteht. Das Mädchen ist nur schwer durchschaubar. Aber sie ist gut in dem, was sie tut. Das muss ich ihr lassen. Was tut sie denn? Was genau macht sie denn? Außer herumzustolzieren und einen Blaster zu tragen. Offiziell ist sie Nemros erste Vollstreckerin. Um die Wahrheit zu sagen, haben die meisten unserer Truppen Angst vor ihr. Wodurch sie unsere Leute besser im Griff hat, als Fatra seine. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr hier seid. Diese Explosionen im Rostlager, ihr wisst nicht zufällig etwas darüber? Fatras Minen werden euch keine Probleme mehr bereiten. Ich wusste, dass ihr etwas damit zu tun hattet. Gute Arbeit, Klinge. Ich mag Leute, die die Initiative ergreifen. Da Fatras Minen in Trümmern liegen, können wir die Produktion erhöhen. Fatra wird sicher Rache üben wollen, aber wir werden vorbereitet sein. Ich habe etwas für euch. Ihr werdet es mögen. Ich werde es euch in euer Zimmer schicken. Das war gute Arbeit. Ihr habt euch mehr als nur Credits verdient. Das erinnert mich an etwas. Wie lange wollt ihr auf Hutta bleiben? Nur für kurze Zeit. Und dann gehen wir in die Sommerpause. Nicht mehr lange, wenn alles nach Plan läuft. Also, wenn ihr in ein paar Wochen noch hier seid, würde ich euch gerne meine Söhne vorstellen. Dann kommen sie von einer Handelsreise zurück. Und ihr würdet euch bestimmt gut verstehen. Denkt darüber nach. Mir sage ich gar nicht. Ja. Und ich will euch nicht länger aufhalten. Ihr habt sicher noch etwas anderes zu tun. Ja, schön, schön, diese schön auch mit den ganzen Metallen gesicht und die Knüte. So, jetzt gehen wir mal wieder in unser Papier. Werden wir da bis ganz überraschen. Naja, wir kommen hier. So. Das ist das, was ich da erwarte. Das ist auch so was für die. Na los, Lunti. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Zu spät. Hallo, ihr müsst die Klinge sein. Wollt ihr mir erklären, wieso ihr in meinem Zimmer seid? Nun ja, zuallererst werden wir gut bezahlt. Lunti hier installierte gerade ein Abhörgerät, bevor ihr dazwischen kamt. Jemand will wissen, was ihr vorhabt. Aber der Plan ist jetzt wohl hinfällig. Was euch auch bezahlt wurde, ich kann es überbieten. Ich will wirklich keinen Ärger mit meinem Arbeitgeber. Außerdem können wir euch die Credits abnehmen, wenn ihr tot seid. Kanonen raus, Leute! Okay.
So. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Let's go, die Old Republic mit unserem Imperial-Agenten, dem Yoshimitsu und mir, dem Yoshi. Ciao! Okay. Okay.